Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 6. Beim letzten Mal sind wir stehen geblieben. Weiß ich gar nicht, wir sind glaube ich immer noch unter der Kathedrale in diesem merkwürdigen Labor. Ja, genau. Und sind vor den Zombies abgehauen in diese kleine Rutsche. Was wahrscheinlich nicht wirklich eine Rutsche ist, aber ihr versteht den Punkt, auf den ich hinaus will. Und wir suchen ja immer noch irgendeine Person, die Kleine hier kennt. Oh, ich bin fast tot, sehe ich jetzt erst. Zack. Kannst du gleich nehmen hier. Nom, nom, nom. So, was habe ich überhaupt noch alles? Munition, Munition, Munition und ferngezündeter Sprengsatz. Oh. Kaum nehme ich auf, habe ich schon Schluck auf. Geil. Warum weinen Sie mich nicht ein? Weil Sie mir nicht glauben wollen. Darum möchte ich es Ihnen zeigen. Und dann werden Sie alle Ihre Antworten und Beweise haben. Die Alte führt irgendwas im Schilde. Einer, auf den ich würde ihr nicht glauben. Hier laufen überall abgefuckte Zombies rum. Ich glaube, ich würde ihr jeden Scheiß glauben. Ohne Witz, ich glaube, in dieser Situation, in der wir uns befinden, würde ich ihr wirklich absolut alles glauben. Die führt bestimmt noch irgendwas im Schilde oder so. Das spüre ich im Urin. Also in diesem Labor. Das Video. War eklig. Was ist überhaupt mit ihr? Ja, wenn okay. Ich das wüsste. Wenn Sie antworten wollen, müssen Sie selbst auch ein paar geben. Sie haben recht. Das ist wohl nur fair. Ach nee. Yay. Okay, es ist dunkel hier drin, merke ich. Aber nicht so dunkel. Also ich würde sagen, es geht, ja, geht noch, klar. Für euch auf jeden Fall und für mich auch noch gerade so. Und ich höre irgendwo ein Stöhnen. Ein Grunzen. Ha. Nein, nicht. Du sollst das Ding da... Nein! Dreh das Ding! Dankeschön. Tritt der erstmal hier die komischen Vasen kaputt, ey. Ich glaube, der tickt nicht mehr ganz richtig. Minjung. Oh, geil, ich krieg eine SMS. Oder was auch immer. Von wem denn? Warte, das ist wichtig. Ich muss nämlich mein Handy gleich mal ausstellen, sonst habt ihr wieder irgendwelche Störgeräusche. Offline-Modus. Okay. Weg damit. So. Können sofort weitergehen. Tut mir leid für die kleine Verzögerung. Mach auf! Schade. Lara Croft! Das ist Lara Croft, ich schwör's dir, und es ist sowieso eine Falle. Es ist 100 pro eine Falle von Albert Wesker. Nee. Das wäre merkwürdig. Deborah, kannst du mich hören? Offensichtlich nicht. Hab nichts gesagt. Helena? Oh, Gott sei Dank. Okay. Genug der Geheimnisse. Was wird hier gespielt? Bring mich hier raus. Dann erzähle ich Ihnen alles. Versprochen. Eigentlich hat sie mir ja schon versprochen, alles zu erzählen, wenn wir sie gefunden haben. Ich würde für die Alte gar nichts mehr machen, Alter. Ich würde die straight abknallen, ey. Ich wette, ihre komische Freundin, diese Deborah, hat auch genug Antworten für mich. Blöde Kuh, ey. Ich mag diese Helena immer weniger. Halt durch, Schwester. Aha, wir sind Geschwister. Überlassen Sie die Feinde mir. Was passiert denn jetzt? Okay. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an Resident Evil 5. Ich glaube im zweiten Akt. Nee, im dritten Akt, glaube ich. Wo man auch in so eine unterirdische Höhle kommt. Citrusguy hat mir eine Nachricht geschrieben. Die muss ich natürlich lesen. Und wie ist es? Ja, war klar. So, wenn ich schon mal dabei bin, zacke die Zack, Voreinstellungen und Online-Status und beschäftigt, alles klar. Zack. Nehmen Sie das Spiel wieder auf. Natürlich. Oh Gott, das wackelt jetzt gerade mal. Warte mal, ich stelle mich mal ein bisschen weiter nach hinten. So ist besser. Fuck! Ach komm schon, du Scheißvieh.
So. Wieder unnötigster Munitionverbrauch, ey. Nein, nicht. Huh. Schwein gehabt. Okay, warte. Oh. Den habe ich jetzt gerade nur gehört. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Ach, da muss ich sogar lang. Warte mal. Wenn ich da lang muss, gucke ich doch erstmal, was hier ist, wa? Aber hier ist anscheinend auch nichts, außer das Ding hier. Boah, warum so viele Fertigkeitspunkte oder Fähigkeitspunkte oder wie auch immer? Wir werfen mit ein paar roten Kräutern. Das finde ich gerade viel awesomiger. Oh. Hä, was ist los? Was hast du denn? Hier ist doch gar keiner. Mehr. Meine Güte. Oh fuck, was ist jetzt los? Die Decke stürzt ein. No shit? Oh fuck, okay. Ein bisschen rumtreten hier. So, und dann... Ich würde den ganz gerne über die Brücke schmeißen. Na also. Geht doch. Gut. Ich würde sagen, wir beeilen uns mal so minimal, weil Decke einstürzen ist nicht ganz so geil. Das könnte zu Kopfschmerzen führen. Und zum Tod. Was haben wir denn da? Er lebt ja immer noch. Immer noch? Nee, okay. So. Alles einsammeln, nur Munition. Munition brauche ich eigentlich auch. Ich sehe dich. Oh Gott. Peekaboo. Aber stöhnt sie da oben so rum? Das macht mich voll kürre, Alter. Man hört die ganze Zeit sie. Leon, Helena, wo sind Sie? Unterirdisch. Ich kann Ihre Position nicht feststellen. Ärgerlich. Was zum Teufel ist da unten? Ups. Hannigan, kommen! Verdammt! Okay. Ich rate mal. Das war's? Achso, ja gut, okay. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss das Ding noch weiterschieben. Und währenddessen kommen Zombies, deswegen muss ich abwechselnd schieben und schießen und schießen und schieben. Aber ja, so geht das auch. Obwohl, ich höre die Viecher schon, also irgendwo sind sie. Da hinten ist einer, an der Tür. Aber ich habe das Gefühl, dass hinter mir auch einer ist. Wusste ich doch. Hey, da. Schieß doch! Und der andere ist wo? Da. So, gut. Wo sind noch welche? Da wahrscheinlich. Ja gut, okay, die ignorieren wir mal eben gekonnt. Na komm, Helena. Die Viecher sind nicht so schnell wie wir. Mach hin! Ah, okay, sie kommt. Gut. Das wollte ich gerade nur sicher gehen. Dass sie auch wirklich hinter mir herkommt. Ansonsten wäre das ziemlich blöd gelaufen. Bosskampf, bitte Bosskampf, bitte Bosskampf, bitte Bosskampf. Obwohl, nein, kein Bosskampf. Ich habe voll wenig Leben. Wenn ihr Partner von einem Gegner gefangen wurde, drücken sie... Ja, okay, weiß ich ja schon. Oh, sie mutiert. Deborah, halte durch, wir sind fast da. Bitte lass sie mutieren und ich muss sie umbringen. Okay.
South Park, spontane Selbstentzündung. Nein. Oh, bitte, das darf nicht sein. Und dann schlüpft sie aus diesem Kokon. Ungefähr genau so. Oder? Aber das Vieh sieht nicht allzu menschlich aus. Ja, wohl doch. Ich würde sie nicht anfassen. Wow. Ha, wer war das denn? Ach du Kacke. Ada! Hallo. Ada. Ja, oh, ich mag Ada. Haben Sie einen Geist gesehen? Oh, jetzt gibt's einen Bitchfight bestimmt zwischen den beiden. Sag ich ja. Bitchfight. Ada, was zum Teufel ist hier los? Das wüsste ich auch gern. Oh, ich will Antworten haben, Mann. Ich will doch nur wissen, was abgeht. Aber das ist weder die Zeit noch der Ort. Oh, Mann. Leon ist doch echt der mieseste, abgefuckteste Motherfucker. Der hat doch so ein Pech, Alter. Alle Frauen verarschen ihn. Der tut Diese mir voll Stiege leid. Wir halten nicht. Wir müssen in die unteren Ebenen. Es tut mir so leid, Deborah. Ich habe versagt. Helena, gehen Sie weg von ihr. Halt, nicht schießen, bitte. Nicht verarschen. Ja, ich schieß nicht. Ist ja nur so ein riesiges Tentakelvieh. Nö. Ich schieß nicht. Und wie ich schieße, verdammte Kacke. Nee, warte mal, ich schieß nicht. Ich hab grad mein... Oh, Menno, ich hab grad mein C4 da gelegt. Oh, hab ich jetzt Ada als Partnerin? Das wäre cool. Deborah, wo bist du? Juckt mich nicht. Oh, die Kamera ist jetzt anders. Die Kamera ist viel weiter weg. Cool. Von mir aus. Oh, Munition. Eben beides. Oh, rotes Kraut. Perfekt. Perfekt. Zack. Kombinieren. Zack. Da rein tun. Okay, perfekt. Haben wir schon mal wieder ein bisschen Leben. Okay. Ada, kling mal ein bisschen aufgeregter. Die beiden sind ein Dream Team. Was ist das? Falsch verstehen. Das klärt sich später. Okay, ja. Es ist kein Ehering. Aber es ist ein Ring mit einem Sinn. Okay. Ach, hier ist sie doch. Komme ich da auch irgendwie hin? Nee, anscheinend nicht. Da muss ich wohl noch irgendwas machen. Gut, dann rennen wir mal weiter. Ah, das Ding. Okay, das ist gut. Das kann ich... Nee, oder nicht? Okay. Achso. Okay. Ada, komm her. Sprungeinlage. Siehst du, Ada macht auch keinen sinnlosen... Oh, wow. Ada macht auch keinen sinnlosen Flipflop deswegen. Währenddessen. Passen Sie selbst auf. Ja, treffen sollte ich schon noch können, du. Bringt aber, glaube ich, gar nichts. Aha. Ich muss auf die Tentacle die schießen. Okay. Ein Tentacle die habe ich. Und was ist das? Aha. Okay. Ich würde sagen, ich habe mal eben dezent die falsche Waffe dafür. Oh Gott! Was jetzt? Was jetzt? Komm schon! Leon!
Hä? Was konnte... Hä?